Der Bitcoin-Kurs hat sich in den letzten Tagen und Wochen sehr schön entwickelt. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, warum ich wieder mit meiner spekulativen Position voll investiert bin und was die Hintergründe dazu sind. Los geht's! Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, Bitcoin ist mal wieder das Thema. Auf die Idee bin ich gekommen, denn ich war am letzten Samstag eingeladen, also am 4. Januar. Eine Geburtstagsrunde, ganz ruhig alles. Und wir sprachen zuerst über die Börse, wir sprachen dann, man muss sagen, dass die Affinität zu Gold bei vielen ist doch relativ hoch. Also die Sinnhaftigkeit, warum man Gold und Silber haben sollte, die verstehen ganz, ganz viele. Viele sogar mehr oder können damit mehr anfangen als mit Aktien. Aber dabei geht es dann eher um einen Sicherheitsaspekt. So, und das Thema Bitcoin kam tatsächlich auf. Etwas überraschend für mich. Und die Frage war, was hältst du denn von Bitcoin? Und ich habe letztendlich das gesagt, was ich auch hier auf dem Kanal sage, habe aber mal rumgefragt, spaßeshalber, wer von euch hat denn jemals etwas mit Bitcoin bezahlt? Oder erkennt jemanden, der mit Bitcoin bezahlt hat? Da hat sich keiner gefunden, das ist jetzt auch nicht so überraschend und das ist auch nichts Neues und ich möchte insbesondere hier auch nicht den Vorwurf nun wieder ganz groß hochstilisieren, Bitcoin sei eine reine Spekulation. Aber die Preisentwicklung, die ist in diesem Stadium eine Spekulation. Natürlich gibt es auch fundamentale Gründe, in Anführungszeichen fundamentale, wie etwa das Bitcoin-Halving, das wird zwar erst im Mai stattfinden. Ich möchte aber in diesem Video auf diese technischen, nennen wir es technisch oder nennen wir es fundamental, auf diese Umstände gar nicht so sehr eingehen. Warum? Weil das andere ganz eindeutig besser können. Denn ich schaue sehr häufig auf den Bitcoin-Preis, auf die Entwicklung. Ich bin ja selber auch investiert. Auf zwei Wegen. Auf der einen Seite, ich nenne das immer physisch. Das heißt, ich sehe das so ähnlich an wie meine physischen Bestände in Gold und Silber. So habe ich auch Bitcoin in einer Wallet und die fasse ich nicht an. Werde ich in diesem Video auch nochmal besprechen. Das sind also die Bestände, die bereits dadurch abgesichert sind, dass ich einen Teil, ich habe sie relativ früh gekauft, wieder verkauft habe. Dadurch kann mir dort kein Verlust mehr entstehen. Und das ist meine Spekulation. Die bleibt da auch unabhängig davon, ob Bitcoin jetzt auf 14.000 oder 20.000 steigt. Dann werde ich sie nicht verkaufen. Ich werde sie aber auch nicht verkaufen, wenn sie auf 3.000 fallen. Auf der anderen Seite habe ich auch spekulativ. Ihr kennt die Bison-App. Ich habe sie hier mal vorgestellt. Und man muss ja ganz klar sagen, das ist long only. Was heißt das? In der Bison-App kann ich nur entscheiden, ich verkaufe und ich kaufe. Das heißt, ich spekuliere dort nicht auf fallende Kurse. Ganz, ganz großer Unterschied zu anderen Märkten, in denen ich unterwegs bin. So, in dieser Bison-App bin ich aktuell rund 27% vorne, seit ich den Spaß dort begonnen habe. Ich war zwischenzeitlich auch schon deutlich weiter. Aber Bitcoin ist eben im Kurs zurückgekommen. So, und wenn wir uns diese technische Seite ansehen, dann gibt es andere, die sind da absolut bewanderter. Wie zum Beispiel mein Kollege Alexander Mittermeier. Ich weiß, natürlich hat er einen Dialekt, aber man versteht ihn sehr gut und er kann vor allen Dingen Inhalte sehr, sehr gut transportieren. Ich blende euch mal den Link zu seinem Kanal ein. Wenn ihr also über die, nennen wir es mal, über die Fundamentals von Kryptomärkten etwas wissen möchtet und der schaut eben nicht nur auf Bitcoin, der schaut auch noch auf einige Coins mehr, dann seid ihr auf dem Kanal aus meiner Sicht genau richtig, weil er eben auch kein Marktschreier ist. Das heißt, er ist nicht so wie unser lieber McAfee, heißt er John McAfee, der also sagt, ja, wenn Bitcoin nicht im Jahr 2020 eine Million erreicht, dann esse ich mein Gemächt, sondern er ist wirklich sehr ruhig. Er betrachtet die Sachen, die sind positiv. Er schaut auf die Dinge, die möglicherweise belastend wirken können. Also einfach mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Und was Herrn McAfee angeht, ich weiß, er hat das mittlerweile zurückgenommen. Und ganz ehrlich, das ist natürlich auch amüsant. Ja? Wenn ich Aufmerksamkeit erhaschen will, dann mache ich was? Dann erzähle ich von einem Kursziel. Und der ich YouTube-Videos jede Woche erstelle, wäre der Letzte, der das verurteilen würde. Also Herr McAfee, nichts für ungut, ja, behalten Sie bitte alles dort, wo es ist.
So, warum ist Bitcoin überhaupt in den letzten Tagen gestiegen? Es ist schon auffällig, dass offensichtlich, wir wissen es ja nicht genau, niemand muss an der Börse, an keiner Börse dieser Welt erklären, warum er etwas macht, aber es fällt schon auf, dass Rohstoffe, Edelmetalle gestiegen sind aufgrund dieser Geschichte USA, Iran. Ihr habt es mitbekommen, diese Exekution des Generals. Und offensichtlich wird auch Bitcoin teilweise eben als Instrument der Absicherung gesehen. Ja, das heißt, es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass Bitcoin im gleichen Atemzug mit Gold und Silber gestiegen ist und dadurch auch charttechnisch einiges gut gemacht hat. So, ich würde jetzt gerne, bevor wir weiterreden, einmal darauf schauen, wo handelt Bitcoin aktuell und wie sehe ich die Lage in den nächsten Wochen? Das heißt also, was ist überhaupt das Ziel dieser Spekulation? Denn ich sagte es ja, mit meinem spekulativen Teil bin ich wieder voll investiert. Ich war da auch auf null runter und jetzt wieder bei 100% investiert. Also, warum das der Fall ist, mal direkt am Bildschirm. Das hier ist der Verlauf der Bitcoin-Notierungen in den letzten Monaten. Diese Trendlinien verdeutlichen es. Der Abwärtstrendkanal ist weiterhin intakt. So, gerade bei jemandem, der vielleicht in dem Markt noch nicht eingestiegen ist, der aber sagt, ah, ich würde gerne vielleicht, weil er sich erhofft, dass die Kurse im Zuge dieses Bitcoin-Halvings im Mai steigen, ich würde es gerne mal versuchen in diesem Markt. Dann macht es natürlich genauso wie bei Gold, genauso wie bei Aktien durchaus Sinn, sich zu fragen, kann ich es vielleicht auch noch ein bisschen billiger haben? Sollte ich jetzt zuschlagen? Und hier hat die Chartanalyse in den letzten Monaten, man kann es nicht anders darstellen, wirklich sehr gute Dienste geleistet. Und das ohne sonderlich kompliziert zu sein. Wir schauen mal hier auf diesen Report. Der ist vom 30. Oktober 2019. Dabei Bitcoin bei etwa 9.150 US-Dollar. Ja, die Frage lautete schon leicht suggestiv: Ist diese Preisrallye eventuell nur ein Strohfeuer? Und das Fazit lautete, und so muss ein seriöses Fazit der Chartanalyse aussehen, es muss zwei Szenarien bereithalten. Nämlich, was passiert, wenn es oben rausgeht? Und da muss eine ganz klare Marke stehen und nicht hätte, wäre, wenn. Und es muss ein Szenario geben, was, wenn es unten rausgeht. Danach kann man sich nicht rausreden. Man kann nicht sagen, ich habe ja gesagt, ja, nicht. Es geht hier nicht um zahlreiche Konjunktive, es geht darum, ein klares Szenario bullisch und ein klares Szenario bärisch aufzustellen. Und die Frage, ob es sich eventuell nur um ein Strohfeuer handelt, habe ich weshalb gestellt im Oktober? Weil der Trend abwärts gerichtet ist und zwar recht deutlich abwärts gerichtet ist. Ja, das kann sich natürlich auch ändern. Also schauen wir aufs Fazit. Zwei Marken sollten Sie im Auge behalten. Steigt der Bitcoin-Kurs über 10.100 US-Dollar an, dann ergäbe sich Potenzial bis 14.000 Dollar. Gucken wir kurz nach. Das war am 30. Oktober. Ja, Bitcoin ist definitiv nicht über 10.100 angestiegen und damit im Übrigen auch nicht über diesen Trendkanal. Wie war also die zweite Variante? Fällt Bitcoin unter 8.600, sollte sich das Bild deutlich eintrüben. Wir überprüfen, was ist passiert? 8.600, die Marke ist hier. Bitcoin ist darunter gefallen. Und ohne dass es hier großes Zögern gab, ging es anschließend 2.000 Dollar, also mehr als 20% in der Spitze abwärts. Das ist das, was Chartanalyse leisten kann. Und wer möchte bitte bestreiten, dass es für jeden, der einsteigen möchte, der vielleicht auch mal etwas einen Gewinn realisieren möchte, dass es für den wesentlich angenehmer ist, wenn er 2.000 Dollar weniger für etwas bezahlt, was er vielleicht auch langfristig behalten möchte. Diesen hier, den gibt es kostenlos. Einfach mal ausprobieren. Ja, unter diesem Kanal könnt ihr euch dafür eintragen. Und gerade wenn man gelegentlich auch mal eine spekulative Position eingeht, aktiv an den Markt rangeht, ein bisschen Hintergründe haben möchte, dann ist dieser Report genau das Richtige. Und ich weiß, und das möchte ich auch ganz offen sagen, es kommt ja gelegentlich die Frage, ja, aber einen kostenlosen Report, es muss doch irgendeinen Sinn geben, ja, du bist ja auch nicht der heilige Samariter. Das ist korrekt. Und da habe ich auch gar kein Problem damit, das zu sagen.
Diesen kostenlosen Report, den erhältst du jeden Mittwoch vor Börsenöffnung. Und wenn ich mal etwas habe zu kostenpflichtigen Produkten von mir, ja, dann werde ich dich auch gerne darüber informieren. Das ist alles. Der Report selber bleibt aber immer kostenlos. Da kommt nie ein Abo hinterher und auch keine Frage, na, willst du nicht noch ein Add-on haben und das kostet dich dann nur ein bisschen was. Also, einfach mal ausprobieren. So, und was ist hier kurzfristig passiert? Wie ebenfalls beschrieben, war bei 7.600, spätestens aber, andersrum, beim Anstieg über 7.350 habe ich begonnen zu kaufen. Und beim Ausbruch über 7.600 Punkte, Dollar in dem Fall, habe ich weitergekauft und bin damit voll investiert mit meiner spekulativen Position in Bitcoin. Die Frage, wann ich wieder aussteige, die kann ich auch ziemlich leicht beantworten. Ich möchte nämlich nicht, dass Bitcoin hier unter die 7.200, in etwa 7.270 wieder zurückfällt. Wenn das passieren sollte, na, dann baue ich die Position wieder ab. Sollte Bitcoin dann hier unter 6.900 abrutschen, dann werde ich die zweite Position abbauen. Also in Teilschritten bin ich eingestiegen, weil Bitcoin so volatil ist. In Teilschritten werde ich auch wieder aussteigen. Aber hoffentlich natürlich nicht hier unten, sondern oben. Denn aus meiner Sicht hat dieser Anstieg jetzt Potenzial freigesetzt in Richtung, ja, 8.700 bis vielleicht 9.000 US-Dollar. Also hier oben liegt die Zielzone und hier werde ich einen Teil dieser spekulativen Position wieder verkaufen. Warum betone ich das immer wieder? Naja, weil es halt der Unterschied ist zu meiner Langfristposition, die ich einfach weiterhalte. Da bin ich ja so weit aus dem Schneider, dass ich sagen kann, wenn der Rest wertlos verfällt, dann war es das eben. Aber ich werde keinen Verlust mehr erleiden, beziehungsweise ich werde unter dem Strich auf jeden Fall einen Gewinn haben, weil ich eben so viel Bitcoin verkauft habe, dass mir da nichts mehr passieren kann. Dieser Widerstand hier oben, der wird dann aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und ich möchte hier nochmal eine Linie einzeichnen, und zwar hier. Ja. Das ist ein mehrfacher Widerstand. Beginnt also bei rund 8.700, 8.800 und erstreckt sich hier bis 9.300. Das sind hier die Hochs aus dem Jahr, aus dem November. Ja, das ist eine ganze Widerstandszone. Wenn diese Widerstandszone überwunden wird und wer nachher sagt, na, upsala, was, dann sag mir mal wirklich den letzten Punkt. Oh, das macht er jetzt gerade mal falsch. Dann würde ich noch eine einzeichnen. Nämlich hier. Zack. So, wenn es darüber geht, lege ich mich fest. Dann geht es auch in Richtung der Vorjahreshoch, in Richtung 14.000. Und dann kann natürlich auch, ja, von diesem langfristigen Trend, da erleben wir jetzt schon länger eine Konsolidierung. Und diese Konsolidierung, die kann natürlich dann auch beendet sein. Das heißt, in Richtung der Allzeithochs kann es dann weitergehen. Aber dazu muss dann wirklich diese Widerstandszone auch überwunden werden. Das heißt also für kurzfristige Positionen, ja, ich bin drin, hier habe ich die Zielzone, hier nehme ich Teilgewinne mit. Dann werde ich den Stop nachziehen, und zwar auf den Einstand. Das heißt also in etwa hier unten bei 7.650. Und die zweite Hälfte, das wäre nämlich durchaus typisch, wenn sich an so einem Widerstand der Kurs ein bisschen abarbeitet. Das heißt also, dass es auf der Zeitachse ein bisschen seitwärts läuft. Und damit gebe ich mir dann eben die Möglichkeit, mit der zweiten Hälfte aber voll dabei zu sein, wenn der Ausbruch gelingt. Das nenne ich eine taktische Herangehensweise und dafür brauche ich die Chartanalyse schlicht und einfach, weil sie das Fundament dafür darstellt. So. Soweit zum charttechnischen Ausblick. Soweit also meine Erwartungen für die nächsten Wochen und Monate. Und ich kann dieses Bitcoin-Video nicht zu Ende gehen lassen, ohne noch einen kleinen Hinweis. Und zwar darauf, dass ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe praktisch täglich einen Vorschlag, so nenne ich es mal, als E-Mail bei mir im Postfach, wo drin steht, wie ich mit Bitcoin innerhalb weniger Tage, Wochen, Monate, ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich es mir nicht ansehe, mit was für einem System auch immer zum Millionär werde. Also,
Ja, es gibt sicherlich auch Bitcoin-Systeme, will ich nicht ausschließen. Es gibt ja auch in der Börse Systeme, mit denen man erfolgreich handeln kann. Aber bitte schaut da ganz genau hin. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen, gerade im Bereich der ICOs. Ja, ich habe eine Studie gelesen, Satis Group, ich kann euch gar nicht ganz genau sagen, ob von wo sie kommt. 81% aller ICOs, die es in den letzten 5 Jahren gegeben haben, waren Betrug. Das ist schon eine relativ krasse Summe. Und dazu auf der Seite deadcoin.com kann man sich das ansehen. Ja, fast 2000 Coins gibt es nicht mehr. Also die Seite heißt nicht umsonst Deadcoin. Coins, bei denen möglicherweise die Initiatoren am Anfang was verdient haben, dann aber im Anschluss keiner mehr. Das war tatsächlich, ja, ich will nicht sagen rechtsfreier Raum, aber das ist, da geht einem schon die Faust in der Tasche auf, wenn man überlegt, was man heute alles unterschreiben, bestätigen und per Post-Ident-Verfahren machen muss, um eine einfache Order an der Börse aufzugeben. Und dann kann man heute einfach so ein ICO hinklatschen und sagen, kauf den. Also da gibt es die wildesten Geschichten. Passt einfach drauf auf. Lasst euch nicht übers Ohr hauen. Es gibt nirgendwo das Free Lunch, Free Money. Ja, wenn es zu einfach erscheint, dann ist es wahrscheinlich nicht gut. Also, das war's für heute zu Bitcoin. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wie seid ihr investiert? Seid ihr überhaupt investiert? Plant ihr zu investieren? Lasst es mich hören. Macht's gut, liebe Grüße, bis dann und ciao.